Oh Gott, was habe ich mir da reingeholt? Kann ich nochmal tauschen? Es sollte Punching Bird und nicht Punishing Bird heißen. Da kommen The Process of Understanding raus? Ist das euer Ernst? Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Ja, wir befinden uns am Tag 20, also im Endeffekt einen Tag, bevor wir das neue Team aufmachen. Ja, und wir haben ja schon eine beträchtliche Ansammlung an den merkwürdigsten Abnormalities, aber mit denen wir auch eigentlich allen umzugehen wissen. Und ich bin mal gespannt, was uns dann im nächsten Team erwartet. Unsere Mitarbeiter sind auch alle sehr hoch gelevelt, die aus dem Control-Team natürlich noch nicht, aber deswegen sind sie im Control-Team. Ansonsten haben wir noch Anthony auf Stufe 3 und 2 auf Stufe 4. Und ja, wir hoffen mal, dass wir jetzt an Tag 20 möglichst viele noch auf mindestens Stufe 4 bekommen. Aber bis dahin sei erstmal gesagt, Beginn Management. So, dann schauen wir doch einfach mal. Wen können wir denn noch wohin schicken? Vor allen Dingen aus dem Control-Team müssen wir mal gucken, wen wir hier noch was trainieren können. Unsere gute Julian hier, die muss auf jeden Fall irgendetwas trainieren, was, naja, eigentlich alles. Geh erstmal und mach einen Instinkt da. Wir können auf jeden Fall die Leute hier noch alle Repression leveln lassen und das ist, glaube ich, auch egal, wer das macht. Sollen sie einfach mal dahin gehen und ihr Bestes versuchen und hier ein bisschen Attachment. Und der Christopher, der muss es auf jeden Fall auf Level 2 noch bekommen. Ansonsten können wir auch jemanden hier unten hinschicken. Ist nur die Frage. Ja. Vielleicht ein Insight mit dir. Ich habe jetzt eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder schauen. Ich glaube, hier brauchten sie Attachment Level 2, oder? Ja, Temperance. Und wir konnten hier auch besonders gut Attachment leveln. Das heißt, wer hat Attachment noch nicht so hoch? Das ist Anthony. Anthony kann da einmal rein. Und hier unten beim Weihnachtsmann können wir Insight oder Attachment leveln. Wobei das hier keiner braucht außer Anthony. Ja gut, können wir Victor mit dem Attachment hier runterschicken. Hier können wir auf jeden Fall einen Repression leveln. Ja, wir haben noch zwei Level 3er, zwei Level 4er. Das ist, glaube ich, egal. Eugene, mach du das mal hier unten und hier oben. Machen wir ein Instinct. Wobei, das sollten wir vielleicht tauschen, weil alle anderen Instinct Level 5 schon haben. Das heißt, hier macht Gustafsson mal eine Repression und hier oben ein Instinct von unserem guten Eugene. Und hier drüben? Ja, das ist die Frage der Fragen. Instinct haben sie noch nicht so hoch, aber sollten sie auch nicht. Firenze und Pansy sollten das auf Low Level lassen. Und ansonsten gilt es nur noch ein bisschen Repression von Zucker zu leveln und sowohl auch Attachment und auch ein Attachment von Pansy. Und ich glaube, das könnten wir mal hier beim Big Bird machen. Was für einen Schaden hat das nochmal gemacht? Das hat schwarzen Schaden gemacht. Okay, kann Asuka das ab? Nicht so wirklich. Kann Pansy es ab? Schon eher, aber auf der anderen Seite hat sie auch nicht so viel Leben. Das Ding macht ganz schön viel schwarzen Schaden. Dann schicken wir vielleicht einfach Isabel da rein. Im Meltdown haben wir den Mörder und die Schrimps, was kein Problem ist. Der Mörder hat sich jetzt schon behoben und die Schrimps können wir auch gleich machen, sobald er da raus ist, was jetzt der Fall ist. Dawn wird gleich the perfect food, die nervigste aller Abnormalitäten, aber das... Oder Ordeals, nicht Abnormalitäten. Aber das macht nichts. Das sollten wir auch gebacken kriegen. Ja, und da ist doch auch schon. Ja, und da machen wir keinen großen Fass drum. Sollen sie einfach alle zu ihren entsprechenden Abteilen gehen. Und das klären wir dann auch schnell. Das Einzige, wo wir vielleicht ein bisschen aufpassen müssen, ist hier oben beim Control-Team, weil die nur zu zweit sind. Und weil, ja gut, Christopher ist eigentlich auch gut geschützt. Ist denn irgendeiner von Random Employees betroffen? Das sieht gerade erstmal nicht danach aus. Hier drüben vielleicht. Du solltest da eigentlich weg und du genauso, aber machen wir einfach mal so. Dia hat ein bisschen Probleme, die steht glaube ich da so zwischen. Ich weiß nicht wer von denen ist, aber die kriegen einfach alle ein Schutzschild. Dann ist das auch kein Problem. Ich weiß gar nicht, wir wollen bei dem Bird noch seine Rüstung und seine Waffe, das heißt hier wollen wir sowieso ein paar Punkte sammeln. Das heißt, wir können eigentlich da auch nochmal Isabel mit dem Attachment reinschicken.
Man kann hier jetzt noch ein bisschen leveln und gleichzeitig ein paar Punkte für uns sammeln. Und ja. Wir haben einen Meltdown bei der Wespe. Da gilt es ein Insight von, ja, das kann ruhig Gregory übernehmen. Dann haben wir wieder bei unseren Shrimps hier einen Meltdown. Und da kann nochmal Dia mit einem Insight rein. Hier können wir jemanden hinschicken ohne Waffe. Ich weiß gerade nicht mehr. Wir hatten irgendwen, das war Christopher. Christopher ist gerade bei unserem komischen Radiosender da am machen, aber das, ja. Und hier bei dem Baby war, glaube ich, Instinct am besten, ne? Ja, das kann dann einfach mal kurz Frank übernehmen. Und der Radiosender selber ist auch im Meltdown, aber das kann sonst wer übernehmen, weil wir eh noch ein bisschen Repression mit allen leveln müssen. Und dann kommt gleich auch schon Noon, was diesmal wieder die, wie heißt sie noch gleich, Harmony of Skin sein wird. Ich glaube tatsächlich, es würde reichen, wenn entweder das Training-Team oder das Safety-Team sich auf die Harmony of Skin stürzt und die anderen einfach warten, bis, sag ich mal, die Cheers of the Beginning spawnen, weil dann, ja, wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Viecher hier ausbrechen. Und ja, dann schicken wir doch einfach mal unsere guten Julian mit einem Attachment zum Totenschädel und lassen sie spawnen und dann gucken wir mal, wo sie rauskommen wird. Sie ist oben beim Control-Team, das heißt, da wird das Safety-Team, das Training-Team am schnellsten hinkommen. Ihr könnt euch um sie kümmern. Die beiden vom Control-Team, die ein bisschen stärker sind, können da eigentlich auch helfen. Die geht nämlich so schnell kaputt mit dem ganzen weißen Schaden, den wir hier haben, das ist gar kein Problem. So, und wo sind jetzt die Cheers hin? Die sind alle zum Safety-Team, als hätten sie umgebracht werden wollen. Das ist schön, die können wir ein bisschen aufteilen. Hier oben kann eventuell das Information-Team noch ein bisschen helfen. Und dann macht ihr das mal. Aber der Gregory macht das auch ganz gut alleine. Ja. Das war die Harmony of Skin. Unser großer Vogel hier hat auch nur einen Cleaver-Counter verloren dadurch. Den können wir versuchen, direkt auch mal wieder zu bekommen. Ansonsten brauchen wir uns, glaube ich, gerade um gar nichts mehr so wirklich Gedanken machen, weil es werden jetzt nur noch Meltdowns kommen, mit denen sollten wir eigentlich keine Probleme haben. Haben wir das Heart of Aspiration im Meltdown? Wer will das denn bekommen? Ich könnte eigentlich Julian nehmen und dann ist hier noch ein bisschen gesicherter vom HP her. Ich glaube, da wurde gerade einem die Waffe geklaut. Aber das macht nichts, das war nur die vom Schaf. Die können wir easy wiederbekommen. Und da haben wir den nächsten Meltdown. Aber die sind eigentlich auch alle wieder kein Problem. Solange das Baby nicht anfängt zu schreien, ist das völlig in Ordnung. Hier kann die gleiche Person wie gerade dahin, weil die ja keine Waffen mehr hat. Das war Eugene. Und den Rest, da arbeite ich sowieso die ganze Zeit dran. Außer hier bei der Singing Machine. Was gab es da nochmal zu beachten? Das war Instinct nicht über Level 3. Und Temperance mindestens Level 3. Und dann machte man sowas wie Insight oder Repression da dran. Und ich glaube, Repression war in dem Fall besser. Attachment konnte man bei der Maschine, glaube ich, nicht so gut machen, ne? Nee. Dann macht das ehrlich gesagt keinen Unterschied, weil die beide jetzt Level 5 sind da drin. Dann Pansy, geh du doch mal mit einer Repression drin, du hast es noch ein bisschen niedriger. Mach du einfach mal und ja, Isabel, geh einfach nochmal hier oben hin und mach ein Attachment. Ach, und hier unten muss jemand hin. Mika, mach du das mal. Wir achten nur diesmal drauf, dass du auch früh genug wieder rauskommst. Ansonsten sind jetzt, glaube ich, alle abgedeckt. Ja, da war sie raus. Das Interessante ist, diese Maschine, die fällt auch aus, sobald man das Spiel auf Stopp macht. Was von Vorteil ist, wenn man es mal vergisst und weil ich es sowieso regelmäßig auf Stopp mache. Ist nur ein bisschen problematisch, wenn man es timen möchte, weil, ja, es bleibt dann halt auf das stehen, worauf es auch immer gerade steht. Wahrscheinlich haben sie es auch deswegen gemacht, damit man es eben nicht so timen kann. Ergibt ja auch Sinn, sonst wäre es ja zu easy. Oh, was geht denn da oben ab?
unser gutes Radio hat tatsächlich mal geschafft, einen Cleavoth-Counter von 0 zu erreichen. Das Ding breitet sich jetzt immer mehr aus. Das heißt, wir müssen hier mal irgendwen reinschicken, der extrem gut ist. Oder wir, ja, wir beenden wahrscheinlich einfach den Tag. Ich meine, noch geht's ja. Jetzt breitet es sich auch hier oben hin aus. Okay, ich weiß nicht, wie schnell sich das ausbreitet und wohin überall. Der Mörder bricht jetzt auch noch aus. Ich weiß nicht, ob das als Breakout zählt, aber ich glaube, es macht auch keinen Unterschied. Wir machen hier einfach mal Day 20 Workday Complete. Das wird mir sonst gerade ein bisschen zu stressig. See to next day. Weil ich glaube nicht, dass wir den Cleavoth Counter wieder auf 4 hochgekriegt hätten und... Ja, nee. Wir können uns wahrscheinlich jetzt 2 neue Abnormalities raussuchen. Der Warm-Hearted Woodsman. Ich glaube, bei dem durfte man auch irgendwas nicht zu hoch haben. Was ein bisschen problematisch ist, weil fast alle unsere Mitarbeiter alles sehr hoch haben. Deswegen lassen wir das mal sein. Das Punishing Bird könnte interessant sein, weil ich da eigentlich gerade überhaupt nicht mehr weiß, was auf dem abgeht. Und den All-Around Helper kennen wir ja auch. Wir nehmen mal das Punishing Bird, damit ich das noch ein bisschen besser kennenlerne. Wir haben schon wieder den Warm-Hearted Woodsman. Der will auch unbedingt zu uns. Und dazu passend haben wir jetzt auch noch die Scarecrow Searching for Wisdom, die ja genauso ist, nur mit einem anderen Stat. Aber wir nehmen die Wee Witch. Ich weiß nicht mehr genau, was es mit ihr auf sich hatte, aber ich weiß, dass sie sehr von Nutzen war, meine ich. Und sie war, glaube ich, sogar auch WAW-Level. Ja, auf ins Central Command Team. Und dann müssen wir erstmal ein bisschen umsortieren. Die Wee Witch ist auf jeden Fall HE-Level. Ich dachte sogar, sie wäre WAW, wie gesagt. Und wir haben sogar noch gar nicht alles über sie herausgefunden. Das ist auch sehr interessant, aber wir können alles über sie herausfinden. Und dadurch haben wir auch ihre Waffe und ihre Rüstung, was auch schon wieder so eine ähnliche Sniperwaffe ist wie jemand anders. Wir müssen uns nur einmal kurz durchlesen, hier ist irgendwas redacted, was es mit ihr auf sich hat. Okay, also im Endeffekt müssen wir einen Employee abstempeln, der sich nur um sie kümmert, um niemanden sonst. Weil sie ist anscheinend... ein wenig eine Yandere, die es nicht haben kann, wenn ein Mitarbeiter sich um wen anders kümmert als um sie, der schon mal bei ihr war. Gut, das sollte kein Problem sein. Ja, müssen wir uns halt nur merken und dann können wir Attachment bei ihr machen. Ja, ergibt auch Sinn. Das Punishing Bird, darüber wissen wir auch tatsächlich noch nicht alles. Wir können die letzten beiden Guidelines noch anlocken. Das machen wir doch auch einfach mal. Und ich lese mir die anderen beiden auch nochmal kurz durch. Okay, also da ist das Problem, dass das wahrscheinlich sehr häufig ausbrechen wird, weil der Cleavoth-Counter sinkt, wenn wir zu einer anderen Abnormality gehen, was die ganze Zeit passieren wird. Aber ja, die letzten beiden Guidelines. Punishing Bird voluntarily returned to its containment unit after a panicking employee returned to normal. It also returned after a period of time had passed. Rin was ordered to suppress Punishing Bird. When they tried to attack it, the central portion of the abnormality split and redacted. Afterward, Rin was confirmed to have died. The suppression ended in failure. Oh Gott, was habe ich mir da reingeholt? Kann ich nochmal tauschen? Ich kann auf jeden Fall... Ja, komm, machen wir mal die Waffe. Okay, man kann ihn nicht angreifen, aber es wird auf jeden Fall ausbrechen. Und man braucht einen Panicking Employee, um ihn zurückzuschicken, wenn man nicht die Zeit abwarten möchte. Das Ganze gucken wir uns mal an. Es ist vor allen Dingen auch empfindlich gegen jeden Schaden. Wir schauen uns das einfach mal an. Es wird früher oder später sowieso ausbrechen. Und ich weiß gar nicht, wen wir da runterschicken. Ich glaube, Frank... Ja doch, Frank sollte auf jeden Fall runter, weil er unser Spezialist hier ist. Dann wäre Gregory noch so ein Fall dafür. Und dann weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Employees hiren. Die einzige Frage wäre jetzt, ob wir die eigentlich eine Stufe höher schicken sollten, aber naja. Wir können Destiny auf jeden Fall rüberschicken, Victor in das Team. Und das dann noch ein bisschen mehr durchmischen hier. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass alle Employees, die hier unten sind, mindestens Temperance Level 2 sind, dass die sich um alles kümmern können auch. Das sieht aber ganz gut aus. Und dann kann Justin auch noch hier rein. Die anderen beiden kommen ins Control Team. Und müssen natürlich noch ausgerüstet werden. Ich glaube, das passt auch erstmal so, wenn hier 2 im Central Command Team sind. Da kommen noch schnell genug neue Leute rein.
So, ein Anzug. Ich glaube, ihr könntet wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wie es... Okay, das wollte ich eigentlich nicht, aber sei es drum. Ich glaube, wenn... Genau, ihr beiden kriegt diese hier angezogen und dafür kriegen Charlotte... Vielleicht erstmal die hier angezogen, weil die sind... Ja, sie sind ja Fortitude Level 3, das ist nicht so schlimm, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Schaden bekommen und der weiße Schaden ist trotzdem noch reduziert. Ich glaube, das passt ganz gut. Ego Weapon wiederum. Jemand hatte ja gerade seine Waffe verloren. Das war Eugene. Die können wir ihm auch neu beschaffen. Wo ist das Schaf? Können wir eine neue von machen. Und von dem Vogel hier müssten wir, glaube ich, auch die Waffe machen können. Die Rüstung machen wir dann auch als nächstes. Sind wir auch schon knapp dran. Bei der Wespe müssten wir nichts machen können. Okay. Ja gut, Eugene, du bekommst dann die Waffe von dem Schaf zurück. Und ich weiß, dass er irgendwer so eine schwarze Haut-Drauf-Waffe hatte. Ich weiß nur gerade nicht, wer. Irgendwie niemanden, den ich gerade finde. Aber die beiden hier können auch noch Waffen bekommen, aber das machen wir gleich. War das vielleicht Gregory? Nein, die hatten Pistolen. Okay, vielleicht hatte keiner so eine schwarze Haut-Drauf-Waffe. Gut, dann können wir das Ganze auch so machen, dass wir sagen... Wer war das? Eugene bekommt dann diese Waffe von dem Big Bird. Er erfüllt auch die Requirements dafür. Und dafür bekommt dann zum Beispiel Samuel die Ranged Weapon, weil auf Low Level sind Ranged Weapon immer noch besser. Und Marinelle bekommt dann einfach mal die Pistole hier. Hauptsache, die müssen nicht nah dran. Könnte eigentlich auch die hier bekommen, die macht, glaube ich, ein bisschen mehr Schaden. Gut, und dann würde ich einfach mal sagen, wir gehen Management Tag 21. Es könnte jetzt auch Dusk kommen. Aber dafür fühle ich mich eigentlich auch vorbereitet. Ja, ich weiß es nicht so ganz. Ich glaube, Gregory wird einfach mal derjenige sein, der... Ja, wir hätten eigentlich noch jemand anders hier hinschicken sollen. Ich weiß nicht, wie sich das mit Letizia verhält. Ja, also nach einem Tag praktisch. Aber wir können eigentlich auch jemanden aus einem anderen Team da hinschicken. Die Frage ist nur, wen? Weil wir müssen auch gucken, dass wir auf jeden Fall jemanden haben, der sich gegebenenfalls um den Big Bird kümmern kann. Aber das kann Isabel machen. Und Asuka... Ja, Asuka wird sich dann um Letizia kümmern. Die kriegt dann eventuell noch eine andere Rüstung. Aber das machen wir so. Ich glaube, Refreshen. Ja, Refreshen ist bei ihr das Schlechteste, was man machen kann. Ja gut, dann Asuka, geh du dahin. Mach du das. Die schicken wir dann später auch noch hier in das Team. Das Punishing Bird, was war da jetzt ganz gut? Einfach Inside. Das macht einfach mal Gregory. Ich weiß nicht, ob das spezifisch ist. So. Hier steht ja in den Guidelines, dass when an employee entered the containment unit of another abnormality, punishing birds, Clifford counter lowered with a normal probability. Ich weiß halt nicht, ob das... Weil da steht ja an employee. Heißt das wirklich jeder? Weil dann wird das früher oder später einfach passieren. Oder geht es wirklich um den, der bei punishing bird war? Weil das ist dann easy zu handeln. Aber das werden wir sehen. Das lässt sich auch nicht vermeiden. Hier können wir ein Attachment von Isabel einfach mal machen. Einfach um die Punkte reinzukriegen. Und hier drüben Repression von ja, Christopher. Ansonsten müssen wir die anderen nochmal auf Attachment irgendwie hochprügeln. Und die ganzen anderen Sachen auch, die sind ja komplett low level. So, dann schauen wir doch mal, ob der Clifford... Ja, der Clifford-Counter des Punishing Bird sinkt extrem. Oh mein Gott, wir sind nicht mal bei einem Meltdown gewesen. Das wird lustig. Samuel kann sich mal das Herzchen holen, weil es gerade im Meltdown ist. Und dann kriegt er auch noch ein paar HP. Und wir gucken einfach mal uns an, was mit dem Punishing Bird passiert. Ich meine, eine Alternative wäre ja, ich glaube nicht, dass der Cleave of Counter sinken kann, während hier gerade einer drin steckt. Dass wir nur Leute in andere Sachen schicken, solange hier die Arbeit läuft. Aber dafür ist er einfach im völlig falschen Team. Ganz ehrlich. Ich glaube, wir gucken einfach mal echt, wie sich das mit Punishing Bird verhält, wenn der ausbricht und wir
Naja. Wir ordern keine Suppression. Wir lassen einfach die Mitarbeiter automatisch ihn suppressen. Und schauen einfach mal, was dann passiert. Es kommt jetzt erstmal The Fruit of Understanding. Und darum können sich die entsprechenden Teams natürlich auch schon direkt kümmern. Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein. Hier oben steht Isabelle schon direkt bereit, die wahrscheinlich auch einfach alleine fertig machen wird. Aber ja, für alle anderen sollte es auch kein Problem sein. Hier oben geben wir den beiden mal ein bisschen Schutz vor schwarzem Schaden. Asuka hilft hier unten auch kräftig mit. Und das war es dann auch schon. So, Dido. Naja, das Punishing Bird wird jetzt wahrscheinlich ausbrechen. Einfach weil ich jetzt alle Employees wieder überall hinschicken werde. Aber ja, soll's ruhig. Wir müssen ja auch ein bisschen sehen, was da passiert und können dann dementsprechend darauf reagieren oder auch nicht. Ich meine, der Vorteil ist natürlich, dass es hier unten ist. Es dauert ewig, bis das irgendwo angekommen ist. Es ist tatsächlich nicht ausgebrochen, so ein Wunder, obwohl so viele Leute gerade irgendwo reingegangen sind. Aber das wird früher oder später trotzdem passieren. Da ist es jetzt nämlich. Der Nachteil ist natürlich, dass jetzt viele... Okay. Es greift die Random Employees gar nicht an. Was ist denn jetzt sein Plan? Ist es halt abgehauen? Und was macht das jetzt? Okay. Das ist irgendwie so ein bisschen... Nee. Geh weg. Nerv nicht. Geh wieder in deine Zelle. Lass mich in Ruhe. Das ist aber auch cool, wenn es Random Employees nicht angreift. Da kann ja überhaupt nichts passieren. Das macht denen ja überhaupt keinen Schaden. Dann stecken wir halt nur Leute in Central Command Team, die das... Ja, was heißt abkönnen? Das macht ja einfach nichts. Frank macht, glaube ich, gar keinen Schaden und Gregory so ein bisschen und dann haut es nach einer Zeit wieder so ab. Das ist halt einfach wie so eine lästige Mücke, die um einen rumschwirrt, wo man sich denkt, ach komm, jetzt verpiss dich doch einfach. Es nervt, die man einfach nicht zu fassen kriegt. In dem Fall würde man es zu fassen kriegen, aber man darf es nicht. Ich finde aber auch cool, dass sie es nicht automatisch suppressen. Das ist gut. Das heißt, dann können wir uns jetzt aber völlig darauf konzentrieren, zu Dusk zu kommen. Einfach mal gucken, was da passiert und abgeht. Was natürlich auch da drin resultieren kann, dass ich eventuell den Tag neu starten muss, weil ich nicht genau weiß, was es bedeutet, wenn Dusk wirklich kommt. Hier muss wieder jemand in die Maschine. Mika, das kannst du übernehmen. Das Ding kann Brooke einfach bedienen. Und zum Totenschädel kann irgendwer mit Attachment. Haben wir ja noch genug, die das leveln müssen. Boah. Wir müssen Julian unbedingt mal Instinct ein bisschen leveln lassen, weißt du was? Oder Insight, nicht Instinct. Dafür schicken wir dich mal zu den Shrimps und irgendwer anders macht hier Repression. Christopher, der hat das sowieso die ganze Zeit schon gemacht. Ah, Letizia ist auch im Meltdown. Ich weiß nur nicht, ob das Zucker... Ja, dem ist das schnell genug da unten sein, oder? Sie ist doch speedy. Ist zwar ein weiter Weg, aber das schafft sie schon. Hoffentlich. Kann Letizia ausbrechen? Nein, kann sie nicht. Okay, dann ist es auch nicht schlimm. Wir haben Mika wieder zu lange da drin gelassen, ist aber zum Glück auf Nein gelandet. Mika, wie geht's dir? Ja, wenn es auf Ja geblieben wäre, wäre es schlimmer gewesen. Mika, du bist erstmal, glaube ich, für den Tag außer Gefecht gesetzt, sag ich mal. Und Asuka scheint es noch geschafft zu haben. Ich habe nämlich nicht gesehen, dass wir Energie verloren haben. Oh, der Mörder ist noch im Meltdown. Ja, keine Ahnung, hier... Samuel, mach du das mal. Pika ist jetzt überall Level 1. Sie ist einfach so niedrig, wie es geht. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Besser als, dass wir sie verlieren. Nun werden gleich die Obelisken sein, was ein bisschen doof ist für das Big Bird. Aber naja, können wir nicht ändern. Wer kann sich um das schreiende Baby kümmern? Das müsste... Ja, Gustavsson müsste das eigentlich hinbekommen. Mach einfach mal einen Instinkt da. Und die Singing Machine, da haben wir ja unsere Jungs für Destiny, darf da nicht rein. Ich frag mich, achso, Destiny ist ja klar von einem anderen Team reingekommen. Hat mich gerade ein wenig verwirrt. Ja, und dann schicken wir mal Paulinus darunter in die Maschine und diesmal achten wir ein bisschen mehr drauf, dass es vorher abgebrochen wird. Nämlich einfach sofort. Da geht's wieder los mit dem Punishing Bird. Ah, es sollte Punching Bird und nicht Punishing Bird heißen. Es klingt viel mehr, als würde es punchen.
Weihnachtsmann ist auch noch in einem Meltdown. Da können wir nochmal Justin mit einem Insight hinschicken. Vogel ist auch einfach so drauf nach dem Thema. Ey, kümmert euch um mich. Macht mal was hier. Nicht immer nur die anderen. Ja, das Problem ist, wir haben 20 Millionen andere auch. Und du bist jetzt nicht gerade eine Abnormalität, die uns irgendwie weiterhilft. Bei Letizia könnten wir noch ein paar Mal rein, weil das bringt uns ja schon was, wenn wir die Rüstung und die Waffe bekommen. Hier oben stand gerade irgendeine Meldung mit irgendwelcher Minuspunkte. Ich konnte das immer nicht so schnell lesen. Ist mir zu spät aufgefallen. Ich weiß nicht, womit das zu tun hat. Da muss ich nochmal eben, Schnitt mir genauer angucken. So, jetzt kommen gleich die Obelisken. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Teams schon mal rüberschicken in anliegende Räume. Ich weiß gar nicht, wie das hier unten aussieht, aber wir schicken sie auch mal darüber. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal hier unten überhaupt jemals... Also, ja, ich weiß nicht, ob ich hier unten schon mal jemals einen Obelisk gesehen habe, aber das lag daran, dass wir ja die letzten Runden das Herz hatten, wo wir die Obelisken überhaupt nicht haben spawnen lassen. Keine Ahnung, was da passiert. Sind alle raus? Keiner mehr da? Doch hier ist Suka, die gerade zurückgelaufen ist. Auch noch hier rüber. Und dann schicken wir mit einem Attachment einfach mal Samuel zum Totenschädel. Ja, die Mitarbeiter hier sind wohl alle tot. Ich weiß nicht, ob der Big Bird jetzt ausbrechen wird. Hier unten kommt auf jeden Fall auch einer runter. Ja. Big Bird hat noch einen Cleaver-Counter. Sehr schön. Gut gemacht. Hat gerade so gepasst, jetzt darf nur kein Mitarbeiter mehr sterben. Wir könnten eventuell auch mal eben jemanden hier mit Attachment reinschicken. Die Ressourcen sollten wir eigentlich haben. Ja, Isabel macht das mal. Dann geht der Cleave of Counter wieder ein bisschen höher. Ja, wir müssen die ein bisschen Reihe umschicken. Die beiden hier unten aus dem Central Command Team könnten sich hier auf das Ding stürzen. Hier kann das Information Team hin. Die switchen wir einfach around. Dann geht das Control-Team zu dem vom Training-Team. Das Training-Team zu dem vom Safety-Team. Und das Safety-Team zu dem vom Control-Team. Und dann sollten wir auch alles belegt haben. Bitte, Employees, stirbt nicht. Sie leuchten. Ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, genau. Big Bad broke out. Nice. In dem Department ist jetzt ein Blackout. Ich muss nochmal genau durchlesen, was das zu bedeuten hat. Was hat das mit dem Blackbird auf sich? Ja, dem Blackout, nicht dem Blackbird. Ja, Blackbird ist es auch. When the work result was good, blablabla, bla bla bla, there was a blackout in the department where Big Bird was roaming. Employees who are in the department with a blackout may become enchanted by Big Bird. It seems enchanted targets receive less damage, however, after a certain amount of time had passed, those targets made their way to where Big Bird was and died from its attacks. Okay, wir müssen alle sofort auf Big Bird eigentlich schicken, aber die... Sind die Obelisken alle kaputt? Nein, hier drüben noch nicht. Gut, das heißt, alle anderen schnappen sich sofort das Big Bird und wir schauen mal, dass wir das möglichst schnell kaputt hauen. Ich weiß nicht, wer da gerade noch am Suppressen ist. Aus dem Control-Team, die Leute sollten wir sowieso nicht ranziehen, weil die zu Low-Level sind. Und das Central Command-Team ist gerade noch zugange. Aber hier ist auch noch eins. Gregory haut da drauf. Wer haut denn hier drauf eigentlich? Naja, die machen es schon. Grand Aslov ist jetzt auf jeden Fall kaputt. Und ich muss mich hier ein bisschen drauf konzentrieren, dass Frank und Gregory sollten auf jeden Fall auch mit. Das Ding machte was für einen Schaden? Schwarzen. Okay, das heißt, die hier tanken, kriegen auf jeden Fall einen schwarzen Schutzschild. What the holy shit? Michael ist dead. Das Ding hält scheiße viel aus. Aber wir haben's. Es ist nur Mika gestorben, was ein bisschen doof ist. Aber ich würde eigentlich sagen, das nehme ich mal in Kauf. Weil ich will auch noch zu Dusk kommen. Und wenn da sehr viele sterben, wiederholen wir sowieso den Tag. Also ja, wir machen erstmal weiter. Es ist halt immer wieder doof, wenn die Obelisken kommen und man so Abnormalities wie das Herz oder Big Bird hat. Und ich weiß wirklich nicht, was man dagegen machen soll.
Weil das ist was, worüber man keine Kontrolle hat. Es werden so viele Employees durch diese Obelisken sterben und man kann es nicht verhindern. Und jetzt haben wir schon so extrem High-Level-Employees und trotzdem... Ich meine, es ist nur eine Person gestorben. Das ist schon ein Wunder. Und ich weiß nicht mal, ob das an der speziellen Fähigkeit lag oder einfach am Damage, aber am Damage sah es eigentlich nicht danach aus. Wahrscheinlich eher an der speziellen Fähigkeit. Naja. Nee, es war der Damage. Ich hätte Mika gar nicht da hinschicken sollen. Die war ja so ultra low level. Okay, das ist dann hundertprozentig meine Schuld, aber naja. Dann ist das Bird sogar gar nicht so schlimm. Das heißt, wir können es auf jeden Fall schaffen, die zu besiegen, bevor jemand stirbt. Sag ja, vielleicht kriegen wir sowieso noch einen zweiten Versuch, je nachdem, was noch so abgeht da. Mit, ja, Dusk. Ich meine, wir haben ja auch die Quest, ein Dusk zu besiegen. Ich weiß noch nicht, ob es zählt, wenn wir danach auch den Tag wiederholen. Aber wir schauen mal. Wir müssen auch schauen, wann Dusk überhaupt erstmal kommt. Es kommt jetzt gleich schon. Es ist grünes Dusk. Ja gut, wir schicken... Warte mal, was macht die Wespe für einen Schaden? Roten. Ja, okay, das kann... sollte Isabel dann auch locker handeln mit einem Insight? Und die anderen Sachen hier sind auch alle gar kein Problem. Hier kann Paulinus rein. Da müssen wir darauf achten, dass es gleich stillgesetzt ist. Und Asuka kann auch direkt nochmal zu Letizia. Ich glaube, jetzt haben wir alle abgehandelt. Ja, wobei, die Schöne und das Biest noch nicht. Da muss nochmal jemand hin. Punishing Bird haut schon wieder ab. Aber das ist halt so. Diese Geräusche immer. Püng, püng. So, die Sache ist... Ach da, Penalty for Breaching Abnormalities. Minus one Lob. Ja, was soll ich machen? Ach so, das ist, wenn ich jetzt den Tag beenden würde. Ah. Okay, das ist interessant, dass das angezeigt wird. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Und das wäre für mich auch unrelevant, ehrlich gesagt, wenn Chaos ist. Ja, und wir haben Dusk noch nie gesehen. Ich weiß nicht, was da auf uns zukommen wird. Von daher... Ja. Wir warten es einfach mal ab. Ich würde einfach sagen, wir lassen einfach alle Leute da, wo sie sind. Und lassen Dusk erstmal spawnen. Und schauen dann mal, wie wir vorgehen. Wir müssen uns das Ganze hier auch erstmal angucken. Und ich würde eigentlich sagen, wir können mit einem Insight Samuel noch zum Totenschädel schicken. Und dann lasset doch Dusk, grünes Dusk, kommen. Where we must reach the Dusk of Green. Es ist in jedem Apartment anscheinend. Was ist es? Es ist empfindlich gegen schwarzen Schaden in erster Linie. Es macht roten. Aber ich weiß nicht, was es macht. Ich weiß nicht, ob wir es schnell besiegen müssen, ob wir es zusammen besiegen sollten. Ich würde erstmal sagen, jeder kümmert sich erstmal um seins. Wobei das Control-Team halt, glaube ich, ein bisschen am Arsch gegen Dusk ist. Hedia hat zwar ein bisschen, ja, SP-Punkte weniger, aber das macht nichts. Das macht ja roten Schaden. Wo ist denn das vom Training-Team? Ist das überhaupt da? Ich sehe nur vier erstmal auf der Karte. Ansonsten kann das Training-Team hier bei dem vom Control-Team auf jeden Fall helfen. Weil dann das Control-Team möchte ich da eigentlich nicht hinschicken. Sie scheinen sich auf jeden Fall nicht zu bewegen. Dia haut drauf. Es arbeitet. Ich glaube, man muss es eher schnell kaputt machen, so wie das aussieht. Oh oh. Da kommen The Process of Understanding raus? Ist das euer Ernst? What the fuck? Warum sind die beiden noch nicht hier hin? Und ein Daubt ist da auch rausgekommen. Ich weiß gerade nicht, ob... Ich glaube, ich sollte die hier wahrscheinlich eher fokussen jetzt. Weil die Maschine kriegen sie ja gar nicht so schnell kaputt. Und dann brauchen wir da aber auf jeden Fall rote Schutzschilder. Destiny von The Safety Team has died. Ja, weil hier auch alle rausgekommen sind. Asuka jetzt auch. Holy shit, was geht hier denn ab? Ihr beiden schaut mal, was ihr da unten so regeln könnt, zu zweit. Ihr kriegt auch Schutzschilder, aber fokust vielleicht mal Daubt.
beziehungsweise Brook hau erstmal ab. Da ist noch ein Daub, ne? Wie viele sind denn da rausgekommen? Das ist dann auch noch Luck, was genau da rauskommt. Das Safety Team has been wiped out. Das Ding macht, kriegt aber auch so wenig Schaden. Okay, die haben es gleich, aber ich glaube, da kommen nochmal neue raus. Naja, natürlich. Probiert erstmal das Ding down zu fokussieren. Ich versuche euch Schilde zu geben. Ihr habt das hier unten anscheinend ganz gut geregelt. Auch wenn ihr ein bisschen Schaden gekriegt habt, aber ihr kommt halt nicht zu der Maschine dran. Die hier oben ist auch noch nicht... Ja, gut, das ist absolutes Chaos gerade. Jetzt kommt auch noch das Big Bird. Ah, ja, ich weiß ja nicht. Mich würde gerne mal interessieren, ob die beiden das geregelt bekommen. Ich meine, Daubt ist ja kein Problem. Die aber schon eher. Ich komme runter. Probiert euch mal die Maschine hier bitte zu schnappen. Und ja, ich, auf das Ding bin ich auf gar keinen Fall vorbereitet. Jetzt kommen da ganz viele Daubs raus. Fokus bitte erstmal die hier. Ich habe jetzt auch keine Bullets mehr. Das Special Team von Frank und Gregory muss das jetzt noch irgendwie regeln. Überhaupt noch irgendwer anders am Leben? Geh mal die Teams durch. Brooke ist anscheinend auch noch am Leben. Und vom Control Team sind auch noch zwei am Leben, aber... wo haben wir denn noch solche Maschinen? Beim Safety Team steht noch einer und... hier oben ist der Big Bird. Man könnte gucken, ob man... Rook vielleicht hier rüber schicken kann irgendwie. Ich weiß noch nicht, ob der da hinkommt. Oder sie. Kommen wieder ein paar Daubs hier unten raus. Das Information Team ist jetzt auch weg, weil Brook gestorben ist. Oh, ich weiß nicht, wie viel Leben... Okay, das Ding hat noch ganz schön viel Leben. Ich weiß nicht, was Frank da gerade macht. Frank, geh mal hier rüber. Frank, geh hier rüber. Ja, ich werde mal versuchen, mit den beiden die hier noch zu besiegen. Frank, bitte lass dich doch steuern. Meine Güte. Problem ist, wenn da immer mehr rauskommen, ist das halt auch problematisch. Und dass wir halt keine Bullets haben. Ich meine, wenn sie die Maschine hier kaputt kriegen, haben wir vielleicht eine realistische Chance. Aber wir müssen eben auch Daubt und so dabei fokussieren. Weil ansonsten werden sie einfach kaputt gesägt. Und ich glaube, das passiert jetzt sowieso. Okay, die Maschine ist kaputt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit dem hier anlegen könnt. Oder was da gleich noch auf euch zukommt. Weil irgendwie wollen die auch alle hier runter. Vielleicht haltet ihr genug aus, dass ihr schnell genug gehealt werdet, aber das ist schon kritisch. Und jetzt ist Blackbird auch noch da. Na super. Was geht so in den oberen Abteilen ab? Ich meine, es ist nur noch die Maschine hier, wenn ich das richtig sehe. Also und natürlich die ganzen kleineren, die irgendwo rumlaufen. Aber die anderen Maschinen sind anscheinend alle kaputt. Die Sache ist, die kämpfen halt auch gegen Blackbird. Kann ich denn eigentlich verhindern, dass... dass die von Blackbird hier ge... Oh, oh. Blackbird ist da. Leute, zieht euch mal hier oben hin zurück.
Gregory ist gestorben, weil der... Oh, jetzt ist... Nee, ich kann die nicht, wie bei anderen, wenn sie verzaubert sind. Ich kann sie nicht zurückholen. Naja, gut, es sind alle tot. Rewind. Ich glaube aber, damit beschäftigen wir uns dann nochmal in der nächsten Folge. Da werden wir wahrscheinlich auch ein anderes Dusk bekommen. Der Vorteil ist, Mika lebt jetzt wieder. Und wenn wir nicht so viel Pech haben und nochmal die Obelisken kommen, dass Blackbird dann auch nicht ausbricht, haben wir dann auch weniger Probleme in der Hinsicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wenn ich nochmal jemanden in diese eine Maschine stecke, er dann nicht so lange drin bleibt. Sei es jetzt, um positive Punkte zu bekommen, weil er dann am Ende des Tages verschwindet, oder negative Punkte, weil er dann im Endeffekt für den Tag einfach unbrauchbar ist. Ja, aber hier machen wir erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye, bye.